MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Und weiter geht es hier mit Let's Play City Car Driving. Ach Quatsch, Euro Truck Simulator. Und was ich gerne loswerden würde, ist nochmal einen großen Dank an alle Zuschauer von mir, komplett, alle durchgehend. Und auch einen großen Dank an die Leute, die immer einen Daumen hoch da lassen oder mein Video auf Facebook teilen und so weiter. Die Community wächst enorm schnell momentan. Das muss man einfach mal gesagt haben. Also das ist der helle Wahnsinn, wie schnell momentan alles nach oben schießt hier auf unserem Kanal. Und dafür möchte ich natürlich nochmal herzlich Dankeschön sagen an alle Zuschauer. Und natürlich möchte ich euch auch etwas Fröhliches verkünden, denn ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe die Führerscheinprüfung bestanden und darauf bin ich natürlich ein bisschen stolz. Und deshalb danke ich natürlich allen, die mir die Däumchen gedrückt haben. Es waren natürlich relativ viele, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber Dankeschön. Hoppala. So. Ja, weiter geht es hier mit ETS 2. Und wie ihr bestimmt gemerkt habt, sind wir immer noch auf dieser ewig langen Tour Richtung Calibra. Ist, glaube ich, in Italien gewesen, wo wir hinfahren. Moment. Es hat mir auch einer einen Link geschickt, dass dieser Bug behoben ist. Ist auf jeden Fall Richtung Italien, ganz unten hin. Genau. Dahin sind wir momentan unterwegs und das auf einem relativ schnellen Weg, würde ich sagen. Und mit einem super effizienten Spritverbrauch, wenn man das mal so sagen darf. Natürlich doof, wenn wir jetzt hier hochfahren. Dann verbrauchen wir natürlich ohne Ende. Aber sonst super Verbrauch. Ach ja, ist das Leben nicht schön? Doch, ist es. Ich hoffe, euch geht es genauso wie mir gesundheitlich gut. Ich habe nichts zu beklagen, mir tut nichts weh, doch mein Knie, aber sonst ist alles eigentlich ganz in Ordnung. Ja, wir fahren diese ganze Woche jetzt erstmal ein bisschen gemütlich, chillig, wenn nichts Aufregendes passiert. Ansonsten geben wir demnächst mal wieder ein bisschen Gas. Keine Ahnung, wird sich noch herausstellen. Bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie ich das machen möchte. Aber mal abwarten, was noch so kommt auf dieser Strecke. So, ich mache mir ganz kurz was zu trinken auf und in der Zeit bin ich einfach mal still. So. Boah, vorsichtig. Ich habe mir seit langem nochmal Punica gekauft. Und muss sagen, sie schmeckt immer noch ganz gut. Hatte da meine Bedenken mit, weil Punica ist irgendwie nicht so toll eigentlich. Nicht wirklich. Meiner Meinung nach. Von so Multivitaminsäften und so habe ich früher immer gerne von den Billigmarken Tipp, gut und günstig und so weiter getrunken. War eigentlich damit ganz zufrieden. Punica mochte ich früher nie. Zwei Sekunden, ganz kurz.
So, jetzt haben wir es aber geregelt. Schluss mit lustig jetzt. So. Das Spiel war's lauter. Hallo? Ist schon das lauteste. Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gut. Dann ist es halt das lauteste. So, Paraguay fahren wir gerade vorbei, glaube ich. Boah, ist das eine Umstellung mit dem Lenkrad hier. Das ist ja katastrophal jetzt. So, auf der A1E45 fahren wir momentan Richtung irgendwo ins Nirgendwo wahrscheinlich. Was stand da? Ich glaube, das sollte heißen, Achtung, hier kommt gleich eine Mautstelle. Bei der vor uns bremst schon wieder ab und ich sehe auf der Karte auch schon die Mautstelle aufblitzen. So, und da vorne halten wir dann an, für die Maut zu bezahlen. So, 68 Euro Maut. Achtet mal auf unseren Durchschnittsverbrauch. Der momentan bei 29,5 Litern liegt. Respekt, oder? Also 29,3 war, glaube ich, das niedrigste, was wir bis jetzt hatten. 29,6 sind wir momentan. Ich glaube, das toppen wir noch auf der Fahrt nach da. Wenn jetzt nicht noch mehr Mautstellen kommen. Huch, falscher Knopf. Darauf wollte ich gar nicht drücken. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Manchmal bin ich so behindert. Also nicht auf Aufnahme, sondern auf den Timer. Damit ich weiß, circa wie viele Minuten ich schon aufnehme. Wahnsinn. Ist das zum Kotzen. Immer wieder dasselbe. Liter. Carwash, Carwash. Ich weiß auch nicht, woher ich da jetzt drankomme, aber es war in meinem Kopf drin. Und es musste raus an die Öffentlichkeit. Über die fetten 110-Schilder. So, gleich muss ich das Auto noch von innen sauber machen. Weil die Garage von mir ist so verdammt eng, dass ich immer wieder ans Auto mit den Füßen am Rand drankomme. Und das sieht natürlich aus wie Scheiße. Und deshalb muss ich da zwischendurch mal drüber waschen, sonst sieht es irgendwann echt komplett aus wie Scheiße. Und eigentlich sollte das ja nicht wie Scheiße aussehen, ne? Napoli fahren wir lang. Richtung Napoli. Okay. Also die TMC, TCM-Map, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Das ist schon mal sehr gut auf jeden Fall. Wäre nämlich kacke, wenn sie nicht gut funktionieren würde, aber das hatten wir ja auch schon, dass Mods gibt. Wie dieser Schwertransport-Mod hier mit, diesen Überlängenlasten und so. Überlängenlasten. Nein. Überlangen Anhängern. So wollte ich das gesagt haben. Das ist natürlich schade gewesen, dass der nicht richtig funktioniert hat. Weil da wäre es eigentlich mal interessant zu sehen, wie das Ganze funktioniert hätte. Wir sind bei 26,3 Liter angekommen.
So, wieder schön auf 80 beschleunigen. Oder 85 dieses Mal, ist ja auch nicht schlimm. Ach ja. Wir haben auf jeden Fall einen guten Verbrauch und damit kommen wir richtig schön weit. Das ist das Wichtigste. Eine Frage habe ich aber noch an die Community und zwar, welche Grafikkarte benutzt ihr eigentlich in eurem System? Sei es eine mobile oder sonstige. Mal schauen, was da so überwiegend ist, wie zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten oder ATI-Grafikkarten, ob es da irgendwie einen Favoriten gibt von euch. Oder. Ich selber benutze ja die GeForce GTX 680, bin komplett damit zufrieden. Bis jetzt gab es kein Spiel, was es in die Knie gezwungen hat. Es gab damals nur Probleme mit dem SLI. Oh, die älteren Abonnenten kennen das noch von mir, wie ich geflucht habe. Dass die Grafikkarte wieder eingeschickt wurde in Reparatur, weil sie immer und immer und immer wieder abrauchte. Aber mittlerweile habe ich nur noch eine drin, kein SLI-Verbund mehr und... Von daher ist das dann doch ein bisschen besser. Weil ETS 2 zum Beispiel unterstützt kein SLI. Das heißt, die Framerate war sogar noch instabiler als sonst. Obwohl jetzt momentan habe ich, wie viel FPS haben wir? 75 durchgehend auf den höchsten Grafikeinstellungen. Und ich glaube, das reicht aus. Sollte gut sein. So, wir fahren ja momentan hier auf der A1 und meine Idee wäre, wir geben doch einfach mal A1 Gas. Wir haben jetzt so lange Sprit gespart, dass wir mal durchgehen mit 100 fahren jetzt. Also momentan habe ich es nicht so mit dem Lenken, es tut mir leid, auch wenn das sieht total kacke wahrscheinlich aus. Ach ja. Ah, hier links ist auch wieder was zum Gucken. War doch glatt ein Foto von. Ja, wie gesagt, die Fotos lade ich momentan immer wieder auf Facebook hoch, dass ihr da auch was zu gucken habt. Das heißt, alle Bilder und Informationen zu meinen Let's Plays und bla 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 und blub 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 findet ihr ebenfalls auf dem Gesichtsbuch. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, weil unsere Abonnentenzahl wächst, aber die Facebook-Nutzerzahl will nicht so ganz in die Pötte kommen. Deshalb sage ich das oft, weil viele Leute einfach nicht zuhören oder es nicht wissen, dass GamerTV bzw. HubiFan eine Facebook-Seite hat. Da die Leute es nicht wissen, können sie auch nicht Gefällt mir drücken und von daher habe ich doch einfach mal vorgenommen, immer wieder Bescheid zu geben. So, ich bin total müde. Ich weiß auch nicht, woher. Macht das Autofahren, glaube ich. Achso, und für die Leute, die es interessiert, ja, Autofahren, Simulationen bringen was. Einen kleinen Vorteil. Und zwar den, dass du dich daran gewöhnst, auf Verkehrsschilder zu achten. Zum Beispiel, wenn du anfährst und so weiter, siehst 80. Ah, okay. Du guckst da automatisch hin und das übernimmst du einfach auch in dein Auto. Mein Deutsch ist heute so behindert. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ist zu viel gesunder Orangensaft, den ich trinke. Ah. Orangensaft macht Herbert dumm. So müsste die Überschrift sein.